Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Heute wieder mal mit Martin. Und Martin. Schön, dass du da bist. Freut mich auch. Und du, wie geht's dir? Wieder gut. Schön. Bist du stressig? Ja. By the way, wir könnten gleich erwähnen, dass wir nächste Woche leider keine Sendung für euch haben. Warum? Ja, weil ich ein bisschen beschäftigt bin. Ach, du bist beschäftigt? Ja. Die Woche ist es heuer. Die Woche ist es heuer, genau. Einmal im Jahr bin ich eine Woche lang beschäftigt. Also, du hast uns gleich laut, aber nächste Woche gibt es leider keine Sendung. Fangen wir an mit der jetzigen? Starten wir. Türkisblau, was war los? Naja, sie heißen bei uns Schwarzblau. Entschuldigung. Wurscht. Jedenfalls, der Kickl reitet wieder. Diesmal nach Bayern. Der Kickl? Jo. Der Innenminister? Genau, der will die berittene Polizei in Wien unbedingt haben. Und ist jetzt nach Bayern gefahren und hat sich angeschaut, wie das dort funktioniert. Und hat den Pferden dort einen Hafer mitgebracht. Ich habe das Gefühl, dass er jetzt gerade seinen Kindheitstraum auslebt, nämlich Cowboy und Indianer spielen. Mhm. Und das macht er halt jetzt, weil er großer Politiker ist, aufs ganze Land ausgedehnt. Ich finde es ja schade, dass es die alte Pensionsregelung für Politiker nicht mehr gibt. Wie war die? Da hat man Kleinpension gehen können. Und nicht mehr arbeiten müssen, gar nicht mehr. Okay, ich glaube, dass er jetzt arbeitet. Aber es war gut, wenn er wegreitet. Du weißt ja, jeder Zweite glaubt, dass diese Regierung hält. Du auch? Was? Nein. Aber demnach glaubst du dran? Nein. Du auch nicht? Nein. Okay, was ist mit unserem Kameramann? Nein. Eins, zwei, drei. Drei Nein. Du weißt, was das heißt? Na. Da draußen sind drei, die siegen. So viel zu einer soliden Umfrage. Ja. Ja, und der Strache hetzt ja gegen einen ORF. Kaum merke ich. Man merkt es kaum. Nein. Also der kleine Vorwurf mit der Lüge und so, minimal. Nein, das ist. Ja, und er meint ja, dem ORF darf man nicht einmal mehr die Uhrzeit glauben. Und Sebastian. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn halb acht einschalte, damit ich die Uhr. Genau. Und dass er erst einen kurz meint, also die Debatte sollte wieder sachlicher werden. Das ist lieb von ihm, aber ja. Er hätte sich vorher überlegen sollen, mit wem er sich da zusammentut, gell? Ja, was hat er für Wahl gehabt? Ja, wahrscheinlich eh keine große Auswahl. Aber er müsste nicht aufstehen und sich einmal klar sagen, ich bin Kanzler und so wird's gemacht. Ja, sei ein bisschen nachsichtig, er ist nur jung. Stimmt. Und, was war die Woche beim Trump los? Ja, fahren wir gleich mit einer nicht sehr lustigen Geschichte an. Der Trump Junior und seine Frau, die Vanessa, haben einen Brief gekriegt, also der Trump Junior. Und in dem Brief, den die Vanessa, seine Frau, geöffnet hat, war ein weißes Pulver drin. Mhm. Und da gibt es natürlich immer gleich Antragsverdacht. Das heißt, es sind gleich die Behörden zusammengelaufen, haben es sterilisiert und so. Und es war aber Enkelsohn von Trump so involviert. Mhm. Und das ist halt echt keine coole Geschichte, finde ich. Mhm. Weil, was können die dafür, dass man vielleicht mit der Politik von Opa nicht zufrieden ist? Also, und auch im Netz ist da ganz schief drüber geredet worden. Das ist kein Ort, wenn man sowas macht. Ja, das ist überhaupt nicht okay. Auch gegen einen Trump war es nicht okay. Ey. Ja. Gibt's genug andere Geschichten. Ja. Aber es gibt auch eine Trump-Wirtschaftsnews. Okay, was war? Er will sich aus der ISS zurückziehen. Aus der Raumstation, die da oben ist. Sie will den amerikanischen Stab rausziehen. Und das ganze Ding privatisieren sozusagen. Und er weiß schon, dass ISS und IS ein Unterschied ist. Ich hoffe. Okay, na gut, was ist hier mit... Hier bin ich mir nicht, aber... Was ist mit der Raumstation? Er will zurück. Er will außer, dass der Staat nichts mehr einzahlt und privatisieren. Okay. Und dann kann es jetzt sein, dass ab 2024 da oben auch ein Modul ist, wo dann Touristen sozusagen übernachten können. 2024? Warte mal. Da war er dann zweimal Präsident gewesen und da tritt es mir der von ja nicht mehr. Und er betreibt dort oben dann ein Hotel? Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass er da mit investiert, ja. Okay. Weil man muss ja vorher irgendwas leben. Außerdem? Was? Außerdem braucht er ja ein Plätzchen für sich und seine Stormy Daniels. Sein kleines Pornohäschen, mit dem er ein Gspussi-Musi hat, doch nicht hat, doch das hat. Doch, das ist doch ein Gerücht, oder? Nein, jetzt ist es kein Gerücht. Wieso? Na, sie hat jetzt doch die Möglichkeit bekommen, es zu bestätigen, dass sie mit dem... Okay.
Mathe, warum lesen wir die heute? Ja, damit wir was lernen. Und was hast du die Woche gelernt? Es gibt wieder Energieferien. Die Semesterferien? Na, das heißt Energieferien. Die kamen ja damals bei der Erdölkrise, damit der Staat Energiesport, haben sie Schulen einfach eine Woche zugemacht. Du meinst Energieferien sind nicht dafür da, dass Schüler wieder Energie tanken? Wie naiv bist du? Seit wann ist bei uns im Bildungssystem jemals am Schüler gegangen? Guter Punkt. Wurscht, gelernt habe ich in einer Schule, die haben einen Stromausfall und da sind die Energieferien jetzt um einen Tag nämlich verlängert worden. Back to the roots? Exakt, so ist es. Was hast du gelernt? Ich habe gelernt, also in meiner Jugend, so in der Cola-Rot-Phase jedes Heranwachsenden, gab es den Spruch, das Bissau, das wir essen können, können wir saufen auch. Okay. Und jetzt habe ich gelernt, man kann sich am Rausch auch auffressen. Wie geht das? Tja, mit die Punschkrampfau von einem Bäcker in Melk. Okay. Der hat so viel Rum, meine ich, Essen rum, dass du nach zwei Krapferl schon über die 0,5 bist und sozusagen im Führerschein verlieren solltest. Also ein Kaffeeschau in der Bäckerei, zwei Punschkrapferl und du bist wach. Das finde ich stark. Und bei 10 Stück kannst du brennen. Ich habe ja von einer Studie gelesen, dass man die Rumkugel gar nicht so viel essen kann, dass man besoffen wird. Aber keine Punschkrapferl-Studie aus Melk. Eben. Tja, das war's, Leute. Passt auch mit den Punschkrapferl. Aus Melk. Aus Melk, genau. Danke fürs Reinschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Teilt uns. Kommentiert. Kommentiert. Und wir sehen uns übernächste Woche wieder.